Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Es ist einfach so schön. Es ist einfach so schön. Da hinten rennt einfach dieses Viech durch die Gegend. Einfach so. Hab gerade nur angefangen aufzunehmen, aber ich mag es halt einfach. Es ist kaum zu glauben, dass dieses Spiel 9 Jahre alt ist inzwischen schon. Am 11.11.2011 released und bis heute immer noch eine der aktivsten Mod-Communities, wo ich finde, ja, wir fangen gleich an, wo ich finde... Ich finde, daraus sollten Entwickler/Publisher auf jeden Fall lernen. Und gerade, ja, gerade Bethesda, daraus sollte man auf jeden Fall lernen, dass gerade noch Skyrim heute, so viele Jahre nach Release, noch so aktiv gespielt wird. Ganz ehrlich, wie kriegt man Spiele so langlebig? Nur alleine durch die Modding-Möglichkeiten. Und nur durch die Modding-Möglichkeiten, die mich übrigens ein bisschen in den Wahnsinn getrieben haben, das muss ich ganz kurz nochmal erzählen, ist das hier alles so überhaupt möglich geworden. Es ist alles, weiß Gott, nicht perfekt. Wir können hier bestimmt noch eine Menge mehr machen. Oder vielleicht auch eine Menge weniger machen. Also weniger ist ja oft auch mehr. Aber ganz ehrlich, dass man dieses altbackene Spiel heute noch so hingedreht hat. Und ich habe bestimmt 3 Tage, ich habe 3 Tage lang nur mit Modding verbracht. Mit Abhängigkeiten, mit Ladereihenfolgen und so weiter und so fort. Es ist einfach, durch diese schiere Vielfalt und auch die schiere Vielfalt von Mods, ist es einfach auch gleichzeitig eine kleine Katastrophe. Ich habe zuerst mit der LE-Version gespielt, also die Legendary Edition oder Old Rim, wie man ja so schön sagt inzwischen. Da habe ich ganz viele Mods reingehauen, ungefähr 200 hatte ich drin. Und dann fing es an, dass es halt einfach, es war furchtbar. Es war wirklich furchtbar. Und dann habe ich mich an der Special Edition versucht, also das neue Release. Und damit lief alles viel, viel glatter und viel, viel flüssiger. Ich weiß, die alte Version bietet mehr Möglichkeiten zum Modden. Aber die neuere Version taugt auf jeden Fall viel, viel mehr für diesen Sinn und Zweck der Aufnahme hier zum Beispiel des Let's Plays. Es läuft einfach sehr, sehr viel stabiler. Mit dem Mod-Organizer bin ich ganz vorne mit dabei. Das macht Spaß. Auch wenn momentan, es wird wahrscheinlich noch einige Frickeleien geben, es wird Bäume geben, die sind in Steinen drin und umgekehrt. Es wird wahrscheinlich fliegende Schwertscheiden geben, wie in der letzten Folge. Hier flimmert das Gras noch ein ganz kleines bisschen, wenn man genau hinguckt. Auf YouTube sieht man es wahrscheinlich nicht. Vielleicht sieht man es auch in der Aufnahme nicht mehr. Also, wie gesagt, es gibt noch, und ich werde auch nach und nach noch hier und da mal eine kleine Mod hinzufügen. Aber ich wollte Skyrim erstmal größtenteils Vanilla halten, vom Gameplay her und so weiter. Wir werden aber später bestimmt nochmal hier und da ein paar Mods hinzufügen, wenn wir mit dem Vanilla-Gameplay soweit schon weit drin sind. Zum Beispiel können wir später noch neue Spells integrieren und so weiter. Jetzt aber erstmal... Achso, und ganz kurz nochmal. Natürlich weiß ich, dass meine Mod-Auswahl nicht jedem gefallen wird. Es ist aber meine Mod-Auswahl, die mir gut gefällt. Und damit muss ich auch spielen. Ja, also andere haben bestimmt auch eine super tolle Mod-Auswahl. Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch den Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Schließ dich nur Aufstand der Sturmmäntel an. Ich hoffe, das ist was Gutes. Da geht's auch irgendwo hin. Wir folgen ihm aber erstmal. Und wie gesagt, einige Sachen werden wir auf jeden Fall unterwegs noch ein bisschen zurecht modden, optisch vielleicht noch ein bisschen anpassen. Seht ihr die Ruine da oben? Das ist das Ödsturz-Hügelgrab. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Man gewöhnt sich wohl daran. Woran man sich nicht gewöhnt, sind langsamer laufende NPCs. Oder Kaninchen, die gerade in Suizid springen da hinten. Ist schon schön. Die Wächtersteine entdeckt. Dies sind die Wächtersteine. 3 der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst. Dann sehen wir selbst. Aktivieren der Kriegerstein. Der Magierstein. Der Diebesstein. Ich würde erstmal auf Krieger gehen, glaube ich. Wer unter dem Zeichen des Kriegers steht, lernt alle Kampffertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Okay, mit Top kann ich hier nicht abbrechen. Und hier Zauberfertigkeiten. Ich würde... Oh Gott, das ist so schön. Oh. Ein 9 Jahre altes Spiel, ich sag's nur, ne? Ich glaube, ich werde einfach anfangen, in diesem Spiel zu leben. Da unten ist noch ein Lager.
Oh, da ist noch jemand. Hallo? Guter Mann? Gute Frau? Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ah, okay. Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Das stimmt. Was hast du denn zum Verkauf? Werft einen Blick darauf. Was läuft denn da aus dem Mund? Was? Das sieht komisch aus. Ich glaube, es ist einfach nur Schminke. Hockemeat, Venison und rohe Kaninchenkeule. Goat halt. Ja. Ja, wir brauchen momentan nichts. Wir wollen aber auch nichts klauen. Hier liegt eine Angel. Oh, ist das schön. Alter, ist das schön. Das ist einfach unfassbar. 9 Jahre altes Spiel. Ich sag's nur. Liebe andere Publisher und Entwickler. Ich wünschte, Witcher 3 hätte so ein krasses Modding. Oder das nächste Witcher. Wow. Stehlen. Ja, das wollen wir mal nicht. Wollte mich ja nur mal umgucken. Hey, was soll denn das? Was denn? Hä, ich geh doch nur... Ich geh doch... Ja, ich geh. So. So. Springen können wir auch, aber nicht sehr hoch. Oh, er ist schon weitergelaufen. Mist. Okay, ich aktiviere den Kriegerschrein. Zeichen annehmen. Warrior Stone. Distelzweig. Ob man über den Stamm da rüberlaufen kann, bestimmt, ne? Was ist schön. Ich sammle Disteln. La 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 la. Er ist halt einfach schon abgehauen, ne? Dabei bin ich noch mal ganz kurz zu der Jägerin hin. Ja, ihr müsst mich nicht angreifen. Greift ihr mich an? Hab die Kämpfe übrigens ein bisschen härter gemacht. Ich weiß, ob man es merkt. Die AI ein bisschen schlauer gemacht. Und ich glaube, ich blute gerade, oder? So, wie kann ich denn jetzt Objekte? Ich muss, ist gerade meine allerersten Male, ne? Ich muss gerade mal gucken. Frostbite der kleinen Heilung. Kann ich mir das Favorit? Mit Q kann ich es benutzen. Okay. Der kommt wieder, ne? So. Habe ich schon durchsucht, okay. Hab gerade einer Frau die Haut abgezogen. Damit ja keine armen Reisenden platt gemacht werden. Burn, burn, burn. Der Wolfspelz sollte eigentlich verbrannt sein. Aber na gut. So. Es wird langsam Abend. Ich hoffe, wir erreichen bald schon eine Siedlung oder irgendeinen Ort, wo wir vielleicht übernachten können. So. Und wir heilen langsam, wie ich gerade sehe. So. Gut. Da drüben sehe ich bereits Häuserchen. Und in dem Städtchen war ich auch schon mal, vor vielen, vielen Jahren. Als ich Skyrim mal ganz kurz angetestet hatte, aber nur bis hierhin. Dann habe ich einen Huhn getötet und dann wurde ich getötet und... Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen! Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Drachen? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Ihr werdet schon sehen, es war ein Drache. Er wird uns alle töten und dann werdet ihr mir schon glauben. Das ist aber ein unhöflicher Sohn. Hallo Katze.
Hallo Taube. Voll schön hier alles. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht so richtig, wo ich hin soll. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Überreden die Menschen? Etwas. Meinst du mich? Was ist, gute Frau? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? So, und hier würden wir die Stadt wieder verlassen. Ich bleibe aber erstmal hier, weil es wird Nacht. Und wir schlagen hier erstmal unser Lager auf. Ich weiß noch nicht genau, wo. Es gibt doch bestimmt eine Raststätte. Oder hier gibt es erstmal einen Schmied. Guten Tag. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Du bist auch okay. Danke dir, Dörte. Tag, Alvor. Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Was kannst du über Flusswald denn erzählen? Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Ich sollte die Untertitel ausschalten, ausnahmsweise. Könnt ihr in der Schmiede Hilfe gebrauchen? Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Ah, okay. Auf Wiedersehen. Tschüss. Benutzen Schleifstein. Wie? Huch. Wow, der kann sich porten. Benutzen. Schmiede. Werden neue Waffen und Rüstung aus Rohmaterialien hergestellt? Kann ich es schmieden? Ein Eisendolch. Möchtest du den Gegenstand herstellen? Das ist eine ordentliche Waffe, die ihr da geschaffen habt. Naja, geht so. Das war fast schon zu einfach. Puh, mit der Animation. Müsste ich das jetzt nicht noch schleifen? So, wo ist der Kollege? Braucht ihr eine neue Klinge? Nein, ich habe ja eine für euch. Eisen oder Stahl ist es, was ihr braucht. Überlasst dieses eitle Elfenzeug den Elfen. Natürlich, hier ist der Eisendolch. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Sag ich doch. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Okay. Also gut. Schleifstein benutzen. Es ist ja dunkel schon. Um Waffen zu verbessern. Erfordert Iron Ingo 2. Möchtest du den Gegenstand verbessern? Ja, natürlich. Härte einen Eisendolch, bringe einen gehärteten Eisendolch zu Alvor. Dann machen wir das mal. Album. Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden, der einem Riesen den Schädel zertrümmert, als wäre es eine Walnuss. Das wäre genau mein Hammer. Seid ihr eher von der heimtückischen Sorte? Ich habe hier auch ein paar nette Dolche rumliegen. Nein. Also was braucht ihr nicht? Hier ist der Eisendolch für euch. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Okay. Also gut. Ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz aushelfen, aber jetzt ist ganz ehrlich, es wird immer später. Gerbgestell. Das Gerbgestell wird benutzt, um Tierhäute zu Leder zu verarbeiten und um Leder in Streifen zu schneiden. Leder und Lederstreifen werden für das Schmieden und Verbessern von Waffen und Rüstungen benötigt. Okay, Leder. Gerben wir mal durch die Gegend. So, stell das Leder her. Wir haben Lederstreifen hergestellt. Was auch immer ihr benötigt. Braucht ihr eine neue Klinge? Nein, hier ist das Leder, das ihr haben wolltet. Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Einen Pelzhelm? Ja. Okay, hier wird er geschmiedet. Ein Pelzhelm wird doch nicht geschmiedet, oder? Braces? Nee. Der wird aber auch nicht gegerbt. Der
An der Werkbank vielleicht? Benutze Werkbänke, um Rüstung zu verbessern. Für alle Verbesserungen werden Materialien benötigt. Kann ich jetzt... Ein Pelzhelm kann ich nicht... Light Helmet, Iron Helmet. Ist nur zum Verbessern. Okay. Eisen oder Stahl ist es, was ihr braucht. Überlasst dieses eitle Elfenzeug den Elfen. So, Fur Plate. Ist das richtig? Habe ich das richtig gemacht? Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ich würde ja auch gerne schlafen gehen, aber lasst mich nicht. Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden, der einem Riesen den Schädel... So, Loot. Was, das haben wir doch gemacht. Ziele. Enter the Keep. Make your way to the Keep. Das haben wir gemacht. Talk to Gerdur. Oh, Gerdur müssen wir treffen. Stelle ein Pelzhelm her. Trümmert, als wäre es eine Walnuss. Schlafstein. An der Schmiede. Wo stelle ich denn diesen verkackten Pelzhelm her? Jetzt habe ich... Ja, tschüss. Eher von der heimtückischen Sorte? Ich habe hier auch ein paar nette Dolche rum. Ja, ich komme bald wieder. Wir machen die Quest noch zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Aber ich schaue mich noch ein bisschen um. Wir haben aus Versehen eine Pelzrüstung gemacht. Ich will mein Versagen nicht zugeben. Oh, das hier ist schon ein bisschen länger nicht mehr bewohnt, wa? Todesglocke. Steh dich das? Hinsetzen, Tisch. Ich kann das gar nicht mitnehmen. Okay. Hier hinten war schon länger niemand mehr. Ah. Bloody Rags. Nee, das möchte ich wirklich nicht mitnehmen. Es gibt Grenzen bei Sachen, die ich mitnehme. So. Wer wohnt denn hier? Alvor und Sigrids Haus. Gucken wir mal. Darf ich da überhaupt rein? Nachts? Habt ihr euch verlaufen? Schön hier. Hallo. Ich glaube, ich bin falsch. Guten Tag. Alvor? Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Sehr gut. Der hat ja. Wohl Feierabend. Oh, lesen. Weißlauf für den Ehrenmann. Weißlauf und seine Frauen von Mikael dem Baden. Auf diesen Seiten werde ich, ihr ergebenster Autor und Führer, Ihnen die großartige Stadt Weißlauf näherbringen, das Juwel des Nordens. Weißlauf bietet einem Mann auf der Suche nach Abenteuerreichtum und Geselligkeit viele Attraktionen. Tavernen zu bieten und Mädchen und Damen gibt es hier in Hülle und Fülle. Oh. Fast hätte ich es gestohlen. Da steht aber gar nicht stehlen. Hier steht stehlen, Leute, aber hier ich nicht. Ich habe mir überlegt, ein paar Decken zu stricken und sie dann an Lukan zu verkaufen. Wollt ihr mir dabei helfen? Das würde sicher Spaß machen. Schön, ja, hört sich toll an, Mutter, nur... Es ist nur so, dass... Dorte, hört zu. Euer Vater und euer Freund mögen euch ja wie einen Jungen behandeln. Aber das seid ihr nicht, verstanden? Also verhaltet euch bitte wie ein Mädchen. Für mich. Hört auf, mich ändern zu wollen, Mutter. Ich bin kein kleines Kind mehr. Ich bin fast eine Frau. Ich darf sein, wer ich will. Na schön, dann spielt eben im Dreck oder mit der Schmiede eures Vaters oder tragt mit eurem kleinen Freund Schwertkämpfe aus. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Fühlt gut, dass sie sich siezen. Wie unangenehm ruhig es hier ist. Schnell wieder raus. So, automatische Speichern. Was haben wir denn hier? Riverwood Trader. Hier ist der Händler. La da da da. Giant Inn. Da können wir theoretisch schlafen. Oh. So. Okay, warte mal. Mit wem muss ich nochmal? Talk to Gerdur. Wer ist denn Gerdur? Ist Gerdur vielleicht in einer Kneipe? Nee, ne? Sleeping Giant Inn. Ist keine Kneipe, ist ein Gasthaus. Was gafft ihr so? Ich gaffe doch nicht. Embry, Sven. Hört ihr zu? Es ist schwierig, das nicht zu tun. Das Bier wird schlecht. Wir werden Nachschub brauchen. Was? Habt ihr mich gehört? Reden schwang er die Klinge gezückt. Er prahlte von Kämpfen und Beute Glück.
Doch still ward der Rote kein Wort mehr sagt. Als Schild meint Mathilda, wer Herz vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Was auch immer ihr benötigt, und mit lautem Klirr folgt es Nelly, mir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Der verfolgt mich. Ragnars Schädel rollt auf dem Boden umher. Seiner Taten erbrüstet auch sich eine neue Klinge. Halt doch mal die Fresse, der singt gerade. Slow clapping. Eisen oder Stahl ist es, was ihr braucht. Der war ja gar nicht. Ach da. Hä? Warum ist er denn überall? Der soll mich in Ruhe lassen, der verfolgt mich. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Gut. Sieht lecker aus. Ich weiß aber nicht, ob ich mir was leisten kann hier. Vor allem, wow, was für ein edler Stuhl. Mein lieber welch edle... Schenkt mir ein Bier. Ich wollte nur gucken. Kommt sofort. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ich hab nicht geschnüffelt, ich wollte nur mal gucken, wie die Zimmer so aussehen. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Ja, na gut, das kommt immer drauf an, ne? So, tschüss. Ah, nächster Song. Okay, toller Song, wirklich großartig. Ich überlege, ob ich mir mein Zimmer nehmen soll. Wie viel Gold haben wir denn gerade? 68 Gold, das ist nicht viel. Für ein Zimmer wird's reichen. Ganz ehrlich, nach der ich Flucht... Ich betreibe die Taverne. Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delphine. So, okay. Also gut. Hier in Flusswald kommen nicht viele Reisende vorbei. Ich würde gerne ein Zimmer mieten. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich danke euch. So. Ehrlich gesagt, so gut habe ich noch nie geschlafen. Oh, das ist wie ein Schloss. Der Niedergang. Die Tür ist zu. Los geht's. Oh, das ist nicht gut. Die Tür war zu. Hilfe! Die Tür war zu. Bitte, jemand, Hilfe! Muss jemand muss was unternehmen. Die Tür war zu. Ich habe das... Oh! Ich wollte das Buch lesen, Mann. Ich wollte das mit ins Bett nehmen zum Lesen. Was ist das für ein Dorf? Was für ein brutales Dorf? Komm schon! Oh, was für ein brutales Dorf! Ich wollte nur ein Buch lesen! Seid ihr hässlich? Schön nachts. Oh. Voll schön. Ich bin sicher, die lassen gleich ab von mir. Schütze jetzt auch noch. Ich wollte doch nur ein Buch im Bett lesen! Ich hatte die Tür extra zu, damit mich keiner sieht. Ich kann doch da jetzt auch niemanden angreifen. Das ist keine gute Idee. Das sind 4 Kopfgeld, die bezahle ich gerne. Was ist denn das für ein ungastlicher Ort? Okay, ich muss... Talk to the Isle of Whiterun. Ja, ja, ja. Ich muss meine Zelte erstmal hier irgendwo aufschlagen, wo mich keiner sieht. Wir probieren es morgen nochmal. Ich hoffe, dann komme ich durch die Stadt. Was leuchtet denn da? Eine Laterne? Ist das für... Oh, eine Mine. Okay. So, dann werde ich hier erstmal ganz kurz... Es ist 22 Uhr. Wie lange schlafen wir denn mal? Zwei Stunden? Ja, komm, das müsste gehen, ne? Dann machen wir das mal. So. 6, 7, 8.20 Uhr. Die werden jetzt bestimmt viel besser drauf sein. Oder? Ein neuer Tag. Ein neues Glück. Ach, ist das schön hier. So. Kann man sich eigentlich selber angucken? Ja, okay. So sehen wir aus. Sehr gut. Tja, Erik, was ist hier denn nur passiert? Bringen wir es
Die sind ja immer noch dabei. Warum sind die denn so sauer? Ich hab doch nur... Mano, ich hab 10 Gold für ein Zimmer verschwendet, das ich nicht benutzen kann. Hier folgt mir niemand, ne? Das lief ja jetzt nicht so gut. Okay. Dann gehen wir gleich mal zum Jarl. Wir umgehen das Dorf hier einfach ein bisschen. Wir werden uns später darum kümmern. Wir werden die 4 Gold bezahlen, gerade so. Wir werden die abarbeiten. Trotzdem sehr lauschig alles. Sehr, sehr lauschig. So, was ist das hier für ein Hütchen? Sieht sehr verlassen aus, sehr kaputt. Vielleicht können wir hier wohnen einfach das nächste Mal. Oh. Hey, Ygritte? Der Name kommt mir sehr bekannt vor. Ihr braucht etwas? Eigentlich nicht. Ich wollte nur gucken, wer du bist. Durchsuchen. Ich stehle mal nichts. Ich habe gehört... Oh, Alchemielabor. Schön. Oh, oh, oh. Arcana Verzauberer. Oh, oh. Ich habe gehört, Leute stehen hier nicht so auf Klauen. Oder Ausleihen, wenn man Bücher lesen möchte zum Beispiel. So. Da geht's in die Stadt rein. Hier ist die Brücke aus der Stadt. Wir treiben aus irgendeinem Grund Fässer. Warum treiben wir Fässer? Hä? Okay. So, Windhelm Whiterun. Da müssen wir hin. Nach Weißlauf. Wie gesagt, einige Sachen sind leider Englisch, aber es ist auf jeden Fall das kleinere Übel. So, kann ich da wieder reingehen oder kommt hier gleich wieder Todesmusik? Hallo, Freunde! Quack, quack! Ich gehe da nie wieder hin. Ich finde das cool, wie die Fässer da treiben. Finde ich irgendwie cool. So, bitte lauf mir nicht hinterher. So. Wir begeben uns weiter in Richtung Weißlauf. Ist das hier richtig, wenn ich hier lang gehe? Weltkarte. Auf der Weltkarte besitzen Orte, die du bereits entdeckt hast, helle Symbole und Orte, von denen du gehört hast, die du aber noch nie besucht hast, dunkle Symbole. Bereits entdeckte Orte kannst du auswählen und schnell dorthin reisen. Das ist gut. Die Wächtersteine, da waren wir schon. Und hier Helgen. Oh, Helgen ist das Dorf, wo wir gerade hingerichtet werden sollten. Falkenring, habe ich schon von gehört? Oder waren wir da schon? Offenbar waren wir da schon. Flusswald. Und wir müssen da oben hin, nach Weißlauf. Wir sind gerade hier. Wir sind den Weg von hier, ne? Von hier sind wir gerannt durch die Höhlen. Und dann sind wir an den Wächterstein irgendwo hier rausgekommen, zu den Wächtersteinen, dann hier lang und hier sind wir schon. Also der Weg ist nicht mehr so weit. Dann auf nach Weißlauf. Ich hoffe, ich kann mir die ganzen Städtenamen merken. Ich werde bestimmt manchmal was durcheinander bringen. Oh, ist das schön. Und ich werde bestimmt manchmal stehen bleiben und mir einfach die Landschaft angucken. Habe ich doch gerade gehört. Tust du mir nichts, tue ich dir nichts. Vorerst. Später schon. So. Mal gucken, wie weit das ist. Die Berge sehen auch so cool aus da hinten. La da 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 da. Da sind ein paar Leute, ein paar Wandersleute. Oh. Guten Tag. Bitte, bitte schlachtet mich nicht ab. Ich bin der Rebell. Soldat der Sturm. Warum stehen das die? Das geht euch nichts an, Bürger. Gut, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, worum es da geht. Ich glaube, da sind wir richtig. So. Bei Weißlauf
habe ich nachträglich ein paar Bäume hinzugefügt. Ich weiß, dass das vielleicht nicht unbedingt super lore-friendly ist. Manchmal habe ich da aber ein ganz kleines Auge zugekniffen. Nicht viel, nur ein bisschen. Weil es hier wirklich sehr, sehr... Also die ganze Gegend hier war einfach nur sehr leer. Komplett leer. Die Honigbräuerei. Und was ich auch gemacht habe... Ich habe die Farmen... Ja, durch eine Mod habe ich die Farmen ein bisschen vergrößert, weil... 3 Kohlköpfe ernähren keine ganze Stadt. Das ist dann quasi ein bisschen mehr immersive, als es vorher war vielleicht. Was passiert hier? Ist wohl weggelaufen. Oh, schon tot. Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Was hat sich erledigt? Ihr saht nicht so aus, als würdet ihr Hilfe brauchen. Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Der war ja schon tot. Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Was ist ein Schildbruder? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Okay, das klingt nach reiner Zeitverschwendung. Kann ich euch beitreten? Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Die Haare sehen komisch aus, ne? Das ist, glaube ich, irgendwas nicht so richtig. Durchsuchen Riese. Skyforge Steel Arrow. Die nehme ich mit. Ich hoffe, die greifen mich nicht gleich an. Sammeln. Kartoffeln. Ganz viele Kartoffeln. So. Okay. Wir können immer noch mit der Bevölkerung quatschen. Der Hahn da unten. Wir können immer noch mit der Bevölkerung quatschen, aber das machen wir ein bisschen später. Weil wir jetzt erstmal ganz kurz einen Termin haben. In Weißlauf. So. Na du? Na du? So, Stelle von Weißlauf entdeckt. Ich frage mich, ob wir Rabatte für die Soldaten anbieten sollten. Die Soldaten? Von welcher Seite? Sturmmänner oder Kaiserliche? Von beiden. Irgendjemand wird zwangsläufig den Krieg gewinnen. Warum nicht jetzt schon bei beiden einschmeicheln, damit der Sieger uns später wohlwollend behandeln wird? Ha! Ihr seid genauso blind wie ein Khajiit im Sandsturm. Wenn wir beiden Seiten ein Angebot machen, werden die Gewinner uns dafür bestrafen, den Verlierern geholfen zu haben. So hatte ich das noch nicht gesehen. Die Gegenseite weiß es doch gar nicht. So, die Khajiit erinnert mich immer an die Kelrati. Frage mir, ob wir Himmelsrand nicht besser verlassen und unser Glück woanders versuchen sollten, bevor wir zwischen Kriegswirren und Drachen zerrieben werden. Ich gebe zu, die Drachen sind ein Problem. Aber wir können sie meiden, indem wir nicht zu lange an einem Ort bleiben. Vielleicht. Aber was ist mit dem Krieg? Dem entkommt man nicht so leicht. Der Krieg? Das ist kein Grund zu gehen, sondern ein Grund zu bleiben. Warum? Und warum glaubt ihr das? Weil der Krieg gut fürs Geschäft ist. Natürlich. Okay, gut. Die Khajiit sind also Geschäftsleute. Offenbar, hey, Farkas. Ja, das mit den Haaren gefällt mir noch nicht so. Das passt hier nicht so richtig. Oder? Vielleicht passt es ja doch und ich weiß es einfach nicht. Wo geht's denn hier lang? Ich muss es wissen. Hanging Moss. Hängemoos. Ah. Hängemoos. Hängemoos. Kein Hängemoos. Okay, hier geht's nirgends hin. Fliegenpilz, ein rauer Wulstling.
Imstuhl. Okay. Ich sammle wieder alles ein, ne? Ich hoffe. Oh nein. Oh oh. Oh oh. Teletubby winke winke und ich habe mich gespeichert. Cool. Ah, es lag an mir. Es lag an mir. Ich war mit der Maus wieder draußen. Ah, warte. So. Oh Gott, man kann viel zu viele Blumen pflücken. Man kann viel zu viele Blumen pflücken. So. So, da geht's, da waren wir gerade. Und jetzt geht's hier rein. Da geht's wahrscheinlich rein. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Ach so, ich habe Neuigkeiten aus Helgen wegen dem Drachenangriff. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Gut, das ist euer gutes Recht. So, dann betreten wir mal Weißenhof.